Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und zwar ein Kommentarvideo, wenn man so will. Also ich kommentiere diesmal Kommentare zu dem letzten Video, welches ich, naja, nicht das ganz letzte, sondern nicht was das Let's Play Video angeht, sondern eben in Bezug auf das Video, welches ich aktuelle Entwicklung mit Get My Ads und LP GTA Vice City genannt habe. Da waren noch einige Kommentare dabei, die ich unbedingt kommentieren wollte. Ich mache das mit meinem Handy, weil mein Monitor steht ein bisschen weit weg von mir, damit er nicht mitten in die Kamera rein zeigt oder so. Gehen wir einfach mal auf die Kommentare ein. Und zwar steht hier als erster: Was muss GetMyAds denn noch machen, bis ihr es versteht, dass sie dicht machen, nachdem sie sich die Taschen voll gemacht haben? Das Dashboard wird nicht mehr aktualisiert, weil es nichts gibt. Richtig, es gibt nichts mehr, weder Kohle noch Auszahlung. Der Support sagt dir, sagt dir viel, wenn der Tag lang ist. Und ich finde es auch verantwortungslos, so geldgeil zu sein, hier noch Videos von GetMyAds hochzuladen und ahnungslose Neulinge zu locken, wo das System dicht macht. Und wenn du nicht gemerkt hast, dass das Dashboard sich früher auch am Wochenende aktualisiert hat, dann bist du auch kein Experte und solltest die Videos wirklich lassen, was GetMyAds angeht. Okay, dazu sei gesagt, es stimmt, bei GetMyAds findet im Moment tatsächlich keine Aktualisierung statt. Ich habe das hier mal nochmal veranschaulicht, das ist jetzt tatsächlich aktuell. Da ist jetzt seit gut einer Woche nichts mehr passiert. Finde ich auch scheiße, muss ich ganz ehrlich sein. Was aber passiert ist, ich habe das ja bei dem letzten Video auch gezeigt, die Token, da sind die Klicks jetzt mittlerweile voll geworden, auch bei den letzten Token. Und von daher ist zumindest die Werbung weitergelaufen. Und ich meine, GetMyAds ist nun mal ein Werbeportal, kein Investitionsportal. Ich meine, es kotzt mich auch an, dass es kein Payback im Moment gibt, aber das Payback ist ein freiwilliger Bonus, da gehen wir gleich nachher nochmal drauf ein. Und primär ist es da so, dass es um Werbung geht. Man kauft Werbeplätze, verlinkt die mit der Werbung, also sprich mit einer Sache, für die man werben will, und darum geht es bei GetMyAds. Wer keine Werbung machen will, bitteschön. Es gibt genug andere Portale, ich werde auch auf ein paar demnächst eingehen. Ich meine, ich bekomme wahrscheinlich jetzt irgendwann in der kommenden Woche Lohn und da werde ich dann zumindest erstmal bei Empire Spot einsteigen, werde dann dazu Videos zu meinen Erfahrungen machen und dann auch, wenn ich es noch gebacken kriege, auch zu einem anderen Ding da. Und dann kann ich da entsprechend Videos machen, wo es dann wirklich nur darum geht, Marketing zu machen und sprich dann an dieser Investition direkt zu Rendite zu kassieren, um sich dadurch zu steigern, um was dazu zu verdienen, um sich das auszahlen zu lassen und tralala. Da ist es dann so, dass man direkt und ohne Umschweife, sage ich mal, Geld investiert, um Geld zu machen. Hier bei GetMyAds ist es so, man kauft Werbepakete, um Werbung zu machen. Und das Payback ist ein freiwilliger, flexibler, wie es in den AGBs steht, Bonus. Wenn sich da einer aufregt, das geht mir jetzt deswegen Betrug ist, dass man da kein Payback bekommt, tut's mir leid. Es steht in den AGBs und wenn man sich die AGBs nicht durchliest, ist man selber schuld. Aber wie gesagt, ich gehe auf die AGBs noch nachher ein. Was wäre sonst noch gewesen? Ich muss erstmal das Handy wieder freischalten. Achso, Geldgeierheit. Finde ich klasse, den Spruch. Zumal er bei mir gar nicht stimmt. Er stimmt deswegen nicht, weil ihr bei meiner Beschreibung und bei meinen Videos extra nicht mein Sponsoren-Link seht. Und zudem ist da am Anfang auch noch diese Ansage von wegen dem Versprechen für Neueinsteiger, die 300 Euro bekommen für 6 Token bei GetMyAds. Wenn ich geldgeil wäre, würde es ja wohl kaum anbieten, oder? Nur mal so zum Nachdenken. Weil, wenn ich da 300 Euro verspreche und da 6 Token $300 kosten, also sprich ein bisschen weniger als 300 Euro, würde man, das habe ich mal nachgerechnet, mindestens 53 Token kaufen, bevor es anfängt, sich für mich auszuzahlen. Und jetzt kann man mal nachrechnen, wie lange das dauert, wenn man mit 6 Token anfängt, bis man auf 53 Token kommt.
und man da nicht weiter was investiert, sondern immer nur reinvestiert, also sprich, was man am Payback bekommt und wieder reinvestiert, dann würde man ungefähr ein Dreivierteljahr lang brauchen, wenn das Payback normal laufen würde. Also wer sich da beklagt, ich wäre geldgeil, der hat einen Schuss nicht gehört. Also ganz ehrlich. Naja, ist egal. Gehen wir zum nächsten Ding über. Das ist von. Achso, ja. Von José Guillermo oder so ähnlich. GMA ist der reinste Betrug. Da haben wir es schon. Dann habe ich darauf geantwortet. Was heißt in diesem Fall Betrug? Es stand immer in den AGBs, dass GMA keine in irgendeiner Form geartete Investitionsplattform ist, sondern eine Werbeplattform. Man kauft also Dienstleistungen in Form von Werbung. Und so weiter und so fort, denke ich mal. Ja, da hätte ich noch ein paar Absätze mehr geschrieben. Okay, dieser Lasse 2001 hat geschrieben, da gebe ich dir bedingt recht, der Bonus, wie du ihn nennst, ist zwar freiwillig, aber es ist immer die Frage, es ist immer was die Frage, na egal. Das Unternehmen wirbt damit, das bedeutet, dass dieser Bonus nicht im Hintergrund steht, sondern der Hauptgrund ist. Nein, ist er nicht. Es ist eine Werbeplattform und das steht auch in den AGBs drin. Das bedeutet, dass dieser Bono, ja, achso, das hatten wir schon. Die Leute investieren nicht, sondern sie wollen Kohle. Fällt nicht darauf rein. Wer für was werben will, muss was investieren. So war es schon immer. Und nicht auszahlen ist Betrug. Naja, ich weiß jetzt nicht, was du damit meinst mit nicht auszahlen ist Betrug, aber es stand auch in den AGBs drin, dass der Bonus flexibel ist. Das heißt, der kann mal richtig super laufen, der kann auch mal stillstehen, was er jetzt eine ganze Weile macht, kotzt mich sauer an, ist aber so. Hauptsächlich geht es bei Get My Ads, wie ich schon mal gesagt habe, um Werbung. Und das war's. Im Prinzip. Der Payback ist flexibel, er ist keine Muss-Sache, er ist eine Kann-Sache. Er ist freiwillig. Ja, gehen wir mal auf die AGBs ein. So, da könnt ihr selber das gerne mitlesen. Es ist auch entsprechend nicht gefaked, weil es wie gesagt ein Stück weg ist. So, da haben wir es. Der erste Absatz. Get My Ads ist keine Finanz-, Geldanlage oder sonstige damit verbundene Institution. Alle Meinungen, Recherchen, Analysen, Angebote oder andere auf dieser Webseite enthaltenen Informationen werden als allgemeinen Marktkommentar zur Verfügung gestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Get My Ads hat angemessene Maßnahmen getroffen, um die Richtigkeit der Informationen auf der Webseite zu gewährleisten. Da steht es also schon mal drin: keine Finanz- oder Geldanlage oder sonstige damit verbundene Institution. Also sprich, keine Investitionsplattform. Wer da denkt, okay, es ist Betrug, dass man da kein Geld bekommt, bitteschön, lesen, bitte. Ne? Und manchmal, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, weiter, nächster Absatz. Wir distanzieren uns und haften nicht auf Versprechen, die außerhalb von GetMyAds.com gemacht werden. GetMyAds ist eine Werbeagentur, wo man entweder spezielle Werbeangebote für ihre Produkte bzw. Webseiten kaufen oder sich für andere unsere Dienstleistungen und Produkte entscheiden kann. Durch die Nutzung von GetMyAds stimmen Sie zu, dass Sie in den meisten Fällen hauptsächlich am Kauf von Werbung interessiert sind. Also um genau zu sein, Werbeplätze, weil man aktiviert die ja dadurch, indem man Links, für die man werben will, da einfügt bei der Aktivierung. Sprich, es geht um Werbung, nichts anderes. Nächster Absatz. Hiermit nehme ich zur Kenntnis, dass die mir zur Verfügung gestellten Drittinhalte aus glaubwürdig eingeschätzten Quellen stammen. Get My Ads und jegliche Anbieter können die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Inhalte nicht gewährleisten. Sie erklären sich außerdem ausdrücklich damit einverstanden, dass jedes Unternehmen, das Produkte oder Dienstleistungen über Get My Ads anbietet oder einen Anbieter von Inhalten Dritter für eine Anlageentscheidung oder eine andere Transaktion, die ich aufgrund meines Vertrauens in oder unter Verwendung solcher Daten machen könnte, nicht haftbar zu machen. Also sprich, die sichern sich da entsprechend ab. Das ist kein Betrug, sondern es steht in den AGBs. Ich meine, die sind ja nicht so lang, die AGBs, dass man da nicht reinlesen könnte.
Ich meine, man scrollt da vielleicht über zwei Bildschirmhöhen und das war's schon. Das ist ja nicht so ein ellenlanger Katalog, sag ich mal, wie bei manchen anderen Anbietern. Dies gilt auch für Verpflichtungen, die aufgrund von Verzögerungen oder Unterbrechungen aus irgendeinem Grund bei der Lieferung der Inhalte von Dritten entstehen können. Ich meine, okay, was zum Beispiel eine Verzögerung wäre, obwohl von Dritten? Keine Ahnung. Vielleicht in einem Webshop oder so, keine Ahnung. Ansonsten fällt mir da eigentlich nichts weiter ein dazu. Ich meine, man macht Werbung dabei und tja. Okay. Zum letzten Absatz. Des Weiteren akzeptiere ich, und das haben die extra da eingefügt, weil offenbar die Leute zu unfähig sind, wirklich zu kapieren, dass es primär um Werbung geht bei GetMyAds und nicht um das Payback. Ich meine, klar, ich bin da auch eingestiegen wegen dem Payback. Muss ich ehrlich zugeben, mich kotzt das auch an, dass da im Moment kein Payback stattfindet. Aber das deswegen als Betrug zu bezeichnen, weil man einfach nicht kapiert, dass das eine Werbeplattform ist, da tut es mir leid. Ganz ehrlich. Ich bin nicht geldgeil, weil sonst würde ich den Leuten nicht helfen, finanziell bei ihrem Einstieg. Weil, ich meine, was ist denn daran geldgeil? Ich meine, ich gebe den Leuten 300 Euro, damit die da 6 Werbetoken kaufen, damit ich dann irgendwann mal, wenn das alles super läuft, wenigstens ein Dreivierteljahr lang super läuft, dass ich da dann irgendwann mein Geld wieder rausbekomme. Das soll geldgeil sein? Hä? Egal. Also, des Weiteren akzeptiere ich, dass das Payback, wie in den allgemeinen Geschäftsbedingungen angegeben, nur ein zusätzlicher, freiwilliger und variabler Bonus ist, der zu keiner Zeit verpflichtend ist oder war. Das Ding, sag ich mal, ist ja zwar ein Härtefall, was wir jetzt bei GetMyAds haben, aber es wird ja da drin schon gesagt. Es ist freiwillig, es ist variabel, es ist ein zusätzlicher Bonus. Es kotzt mich auch an, dass da eben im Moment nichts passiert, aber was soll ich machen? Es ist nicht entgegen der AGBs. Und ich sag mal so, schlussendlich wollte ich eigentlich auch noch darauf eingehen. Ich habe eine E-Mail bekommen vom Support. Und ja, da kommt jetzt wieder der Kommentar, die schreiben viel, wenn der Tag lang ist. Aber da steht eben drin, wir wissen, dass wir ihre Geduld langsam überstrapazieren, aber die technischen Probleme scheinen hartnäckiger zu sein als zuerst gedacht. Ich meine, es klingt irgendwie logisch, sag ich mal, wenn ich bedenke, dass in der letzten Zeit, bevor der Payback stand oder bevor das Dashboard und sogar die Tokenliste mittlerweile stillstanden, haben sich die Tokenliste und das Dashboard sehr differenziert, was das Payback angeht. Und die Tokenliste, die ging recht schnell mit dem Payback und das Dashboard ging ziemlich langsam, sag ich mal. Also das Dashboard war ungefähr halb so schnell, wie es eigentlich bei mir hätte sein müssen, wenn es berechenbar gewesen wäre. Aber es geht ja dann davon aus, sag ich mal, oder besser gesagt, ich ging nicht davon aus, dass der Payback variabel ist. Und gut, ich meine, es ist eigentlich nur deswegen zuvor variabel gewesen, weil wenn die Token 100% erreicht hatten, dann sind sie nur noch halb so schnell mit dem Payback gelaufen. Also sprich, vorher hatten sie insgesamt 1% pro Tag gebracht und sobald die so 100% erreicht waren an Payback, waren es nur noch 0,5% am Tag. Aber das war eben berechenbar. Also ich habe auf Basis dieser Feststellung eine Excel-Tabelle machen können, die über ein Dreivierteljahr lang zuverlässig übereingestimmt hat. Gut, da war eine kleine Abweichung daran von einem Token, weil die Tabelle konnte nur von einem Tokenkauf zum nächsten die jeweiligen Aktivitäten der Token berücksichtigen und nicht für jeden einzelnen Zeitpunkt, sodass es fließend gewesen wäre. Also wenn es so gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich mit vollkommener Übereinstimmung gelaufen. Abgesehen davon, dass ich da die Token dann immer ein bisschen später gekauft hätte. Aber gut, so viel dazu. Ja, wir hoffen, sobald wie möglich unsere Arbeit mit Ihnen erfolgreich weiterführen zu können. Also sprich, die arbeiten an dem Problem, jedenfalls behaupten sie es. Den Rest werde ich sehen. Und ich werde da auch nichts dran beschönigen. Und von wegen Geldgeilheit, also den Scheiß verbitte ich mir. Ja. Wie gesagt,
Geld geil wäre, wenn ich da trotzdem für werben würde, wenn ich trotzdem den Sponsoring einbringen würde und wenn ich trotzdem vor allem keine 300 Euro für die Neuansteiger anbieten würde. Es ist zwar begrenzt die Möglichkeit, sag ich mal, mit diesen 300 Euro. Vor allem, sag ich mal, sehe ich da im Moment bei Get My Ads keinen Sinn. Und das habe ich auch schon im letzten Video gesagt. Ich sehe im Moment keinen Sinn daran, dass da jemand einsteigen würde. Ich meine, ich kann ja selbst im Moment nicht mal investieren, weil PayPal komplett stillsteht. Und, also sprich, weil da eben nichts weiter da an Rückzahlungen erfolgt, sag ich mal. Solange wie immer noch Rückzahlungen waren, habe ich immer noch weiter investiert, weil, ganz einfach aus dem Grunde, ich habe Payback bekommen, ich habe es für Reinvestition zur Steigerung investiert und das war meiner Verantwortung, dass ich das gemacht habe, aber ich bin keinem anderen was schuldig in dem Sinne. Und von wegen, da ist keine Geldgeilheit hinter. Wenn ich geldgeil wäre, dann würde ich es mir auszahlen lassen. Dann würde ich so lange abwarten, oder, naja gut, im Moment kann ich da ewig warten, aber wenn es wieder in Gang kommt, sag ich mal, dann würde ich einfach nur abwarten, bis die Token abgelaufen sind und würde mir die komplette Knete auszahlen lassen. Vor allem auch, sag ich mal, wenn da jemand dann in meinem Team da Token gekauft hat und ich dafür Provision bekomme. Aber so bin ich nicht. Und das von jemandem vorgeworfen zu bekommen, der mich überhaupt nicht kennt, ist schon eine Frechheit. So, gehen wir zum nächsten Ding über. Hi, ich habe bei Get My Ads 83 Token und insgesamt Balance liegt bei 3314. Kann auf jeden Fall Adpack Probe empfehlen und so weiter und so fort. Ja, den Kommentar könnt ihr selber durchlesen. Ich sag mal so, ich bin am Überlegen, ob ich es mache. Wenn es eine Werbeplattform ist, ich weiß nicht, ob ich es mache. Wenn es eine Marketingplattform ist, würde ich zustimmen, sage ich mal. Aber mir reicht ehrlich gesagt eine Werbeplattform. Ich muss es nicht nochmal haben. Ich denke mal, diesen Kommentar hier von United Global Community, die beste Alternative, meinen Kanal ansehen und zahlen. Ich glaube, ich werde den Link bald rausschmeißen, weil für mich sieht er aus wie Spam. Das ist Werbung. Da kann er von mir aus ein Werbepaket kaufen und kann sich darüber seinen YouTube-Kanal verlinken. Das ist mir dann furzegal, aber das ist Geldgeilheit, was der da getrieben hat, ja. Dann Michael Meinhardt, bei mir ist auch Stillstand im Account, bestimmt seit 3 Tagen oder noch länger. Ich meine, okay, der Kommentar ist jetzt 4 Tage alt. Also vom Status, bevor ich jetzt das Video aufnehme. Bei mir war das so, dass der vom Freitag an bis, vom Freitag letzte Woche an, also jetzt nicht das, was der Freitag vorgestern, sondern der davor war, also sprich vor 9 Tagen, da stand es schon still und von daher hier auch bei Eugen Zimmermann, ich hoffe mal, ich habe den Vornamen richtig ausgesprochen, ich habe mir 5 Token gekauft und alles lief am Anfang super, war bei mir nicht anders. Seit mehr als 2 Wochen läuft nichts mehr. Seit mehr als 2 Wochen? Na gut, ich meine, bei mir ist es langsamer geworden vor ein paar Wochen, aber nichts mehr gelaufen ist eigentlich, wie gesagt, erst vor 9 Tagen etwa. Und hier schreibt er, ich konnte mir 1 Token von der Reinvestition leisten. Ich weiß nicht, wie lange du aktiv gewesen bist bei Get My Ads, dass du dir nur den 1 Token zur Reinvestition leisten konntest. Ich weiß, bei 5 Token, da dauert es etwa, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen, das müsste um die, also jedenfalls keine 20 Tage gedauert haben, bis man sich bei normalem Payback einen weiteren Token leisten kann. Aber, ich meine, es ist ja wie gesagt, es ist nicht wirklich Beschiss in dem Sinne von Get My Ads, weil Get My Ads ist eine Werbeplattform. Ich kann es nur immer wieder betonen. Und Werbung schalten die offenbar, weil die Klicks werden gezählt. Bei mir sind sämtliche Token mittlerweile auf 200 Klicks, wie die Bestellung gewesen ist. Und von daher haben die sich von dieser Warte aus dran gehalten. Ich weiß aber nicht, weil die meisten dieser Klicks, sag ich mal, oder
Die meisten dieser Token habe ich mit einem internen Link versehen, aber einige habe ich eben auch mit externen Links versehen und die bezogen sich dann erstmal auf meinen Kanal, also YouTube-Kanal, und zum anderen auf einzelne Videos, weil ich herausgefunden habe, okay, die Klicks auf meinen Kanal werden mir nirgends angezeigt, deswegen habe ich einzelne Videos verlinkt entsprechend. Und dabei habe ich herausgefunden, dass ungefähr, ich will jetzt nicht übertreiben oder untertreiben, ungefähr 20% waren nachweislich von Get My Ads. Dann gab es noch einige Links, sage ich mal, wo, oder einige Prozente, ich glaube, das waren so um die 10-15%, die ebenfalls von externen Quellen waren, beziehungsweise über eine Suche. Hätte auch über Get My Ads sehen können, wenn man es denn hätte haben wollen, so. Aber wie gesagt, dafür ich zweifle, dass es von Get My Ads war. Aber es ist eben tatsächlich so, dass 20% wenigstens authentisch sind von Get My Ads und ist nachweislich. Und wenn ich da bedenke, dass eigentlich so ziemlich jeder heutzutage einen Adblocker verwendet, wundert mich da gar nichts, dass da die Prozente eben nur bei 20% liegen. Ich meine, viele Adblocker, die blockieren sogar Seiten, die ich manuell öffnen will. Das kotzt mich zwar auch an, aber ich meine, zum Beispiel, wenn ich hier bei HFD oder so einen Download machen will, für einen Treiber oder sonst sowas, und da blockiert mir einfach der Browser die Seite, obwohl ich das manuell angeklickt habe. Ist halt so. Dann passiert das eben auch mit Werbung, sag ich mal, dass die Klicks zu YouTube-Videos, die man gemacht hat, nicht als Views gesehen werden bei den YouTube-Videos. Aber gut, ich meine, das kann man nicht Get My Ads zum Vorwurf machen, sondern das kann man höchstens den Adblockern zum Vorwurf machen. Okay, das soll es erstmal wieder gewesen sein für heute. Wenn ihr weitere Kommentare habt, dann unter dem Video ist wieder genug Platz dafür. Ich werde auch keine Sponsoring-Links einfügen. Ich werde höchstens, wie gesagt, in der kommenden Woche muss ich mal sehen, wann ich das schaffe, ein Video hochladen, wo ich dann eben bei dem Empire Spot einsteigen werde, also sprich mich anmelden werde, die ersten Marketing-Pakete kaufe und so weiter und so fort. Und dann werden wir mal schauen, wie es sich da entwickelt. Ich werde auch da nichts beschönigen, obwohl ich gehört habe, okay, das soll so, ich sag mal so, Arbeitstags soll es 1% pro Tag bringen und an den Wochenenden pro Tag 0,5%. Also sprich, man kommt in einer Woche auf 6% Rückvergütung und das läuft dann, sage ich mal, bis ein Marketingpaket 120% erreicht hat. Also sprich, das sind im Groben gesagt so 20 Wochen, die ein Marketingpaket läuft. Ich hätte fast Werbepaket gesagt. Und jedes Paket kostet eben 30 Euro und bringt logischerweise dementsprechend bei 120% 36 Euro zurück. Und ja, wie gesagt, klingt erstmal für mich interessant. Ist zwar, nee doch, das kann eigentlich locker mit Get My Ads mithalten, muss ich sagen, weil da bringt zwar jeder Token 350%, wenn das dann läuft, durchgehend, aber eben über 600 Tage. Und da würde ich sagen, ist es bei dem anderen doch wesentlich schneller. Aber die Praxis wird es erst zeigen, von daher kann ich da eben noch nichts versprechen. Ich werde schauen, dass ich dann die eine noch fehlende Folge von Vice City ebenfalls noch hochlade. Leider habe ich es noch nicht geschafft. Ist eigentlich nicht mehr so viel zu tun dran, aber ja, die Arbeit. Ich meine, das mache ich hier als Hobby, nicht als Arbeit. Und auch nicht, um mich zu finanzieren oder irgendjemanden, sondern eben nur zur Information und aus Hobby. Und wie gesagt, also Geldgeilheit, yeah, diesen da. Geldgeil ist das, für seinen YouTube-Kanal zu werben, wo man dann eben dafür diesen macht, ne? Oder wo einer dann, und da habe ich das immer gleich löschen lassen, weil da ein Sponsoren-Link drin war. Und die ruhen sich auf den Lorbeeren anderer aus. Schreibt einfach in die Kommentare rein, Sponsoren-Link hier, macht das mal bei mir mit. Hallo? Geht's noch? Macht euren eigenen Scheiß. Ganz ehrlich, macht eure eigenen Videos,
wenn ihr wollt, macht da Versprechen rein. Und wenn die Leute so dämlich sind und ohne Versprechen da einzusteigen, bitteschön, ist deren Problem, nicht meins. Ich mache das, was ich verspreche, sprich mit diesen 300 Euro für einen Einsteiger, wenn sie wollen. Im Moment rate ich auf jeden Fall von Get My Ads ab, weil der absoluter Stillstand ist, abgesehen von den Werbeklicks. Aber vom Payback her ist er eben absoluter Stillstand im Moment. Und wenn ihr da unbedingt trotzdem einsteigen wollt, bitteschön, ist eure Entscheidung. Aber wie gesagt, mein Sponsoring kriegt ihr nur, wenn ihr euch mit mir in Verbindung setzt. Und dann passt das auch. Gut. Das soll es erstmal gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Wenn ihr zufällig über dieses Video gestolpert seid und es euch gefallen hat, freue ich mich auch über ein Abo. Und wenn ihr abonniert, bitte an diese Glocke denken. Also da müssen die beiden Bögen da um die Glocke rum sein, damit das Abo wirklich aktiv ist und nicht nur der Kanal abonniert ist, sondern tatsächlich auch Benachrichtigungen bekommt, wenn ich neue Videos hochgeladen habe. Und wenn euch das Video halt nicht gefallen hat, dann schreibt mir bitte auch entsprechend in den Kommentar, was euch nicht gefallen hat. In dem Sinne, was einen Verbesserungsvorschlag angeht. Also zum Beispiel nicht einfach deine, dein Inhalt ist scheiße oder deine Qualität ist scheiße, sondern schreibt, was man verbessern kann. Das ist eine konstruktive Kritik. Und nur mit solchen kann ich auch akzeptieren, dass derjenige, der mir einen Daumen runter gibt, Niveau hat. Und Leuten, die kein Niveau haben, die einfach nur Daumen runter geben, weil sie Bock dazu haben, oder die einfach nur zu Beleidigungen in der Lage sind, wenn sie schon einen Kommentar schreiben, sorry, solchen Leuten würde ich gar nicht gefallen. Die können sich verpissen. Ganz ehrlich. Und ich meine, ich will nur den Leuten gefallen, die wirklich interessiert sind, die sich informieren wollen und die an Qualität interessiert sind. Und ich hoffe, die kann ich bieten. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Wenn ihr wollt, bis zum nächsten Video. Ich sag dann mal Tschüss. Und wie gesagt, die nächsten paar Tage werde ich sehen, dass ich da dann die fehlende Let's Play GTA Vice City Folge hochlade, die da noch übrig war. Und dass ich dann eben, ja, weiß ich nicht, um Ostern rum, eine Folge zu Empire Spot hochlade. Also sprich die erste, was da dran geht. Okay, das soll es aber echt jetzt gewesen sein. Ciao und ich wünsche euch eine schöne Woche. Schönen restlichen Sonntag. Ich meine, das Wetter hier sieht echt klasse aus. Kann man nicht meckern. Und frohe Ostern. Bis dann denn. Ciao.